Willkommen bei der Technik-Video-Welt. Eines der Dinge, die uns am meisten nerven, seitdem es iPhone mit Notches gibt, also seit dem iPhone 10, ist, dass man die prozentuale Anzeige der Batterie nicht dauerhaft anzeigen lassen kann. Wir haben dazu auch schon einige Videos gemacht, die Lösungen sind dafür aber eigentlich immer nur temporär. Mit iOS 14 habt ihr sogenannte Widgets und es gibt ein ganz tolles Widget, das ist das Batterie-Widget und das zeigt tatsächlich eure prozentuale Anzeige für immer an. Wie das genau funktioniert, das zeigen wir euch in diesem Video. Bis gleich. Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Alper und heute geht es darum, wie ihr die Akkulaufzeit in Prozent dauerhaft anzeigen könnt. Das ist ein echter Dauerbrenner. Seit dem iPhone 10 geht das ja nicht mehr. Das heißt, man hat hier oben, das zeige ich euch mal, die Batterie immer ohne Prozent. Und die einzige Möglichkeit, wie man sich das anzeigen lassen kann, ist unter anderem eben hier einmal drunter zu wischen. Und dann könnte man jetzt hier sehen, ah, okay, ich habe hier 76%. Ist natürlich der Notch geschuldet. Ich hätte es immer noch toll gefunden, wenn Apple den Leuten selber die Möglichkeit gelassen hätte zu entscheiden, ob sie das irgendwie haben wollen oder nicht. Aber so ist Apple. Apple hat es eben selber so entschieden. Nee, braucht man nicht. Aber mit iOS 14 haben sie sich gedacht, wäre ja mal ganz toll, wenn das vielleicht doch gehen würde. Und das funktioniert eben mit den neuen Widgets. Und die neuen Widgets erreicht ihr unter iOS 14, indem ihr einmal nach rechts wischt und dann seht ihr hier erstmal eine Vorauswahl von Widgets. Zum Beispiel hier den Kalender oder zum Beispiel die Karten. Und wenn ihr jetzt neue Widgets hinzufügen wollt, dann lasst ihr einfach irgendein Widget gedrückt und sagt einmal Home-Bildschirm bearbeiten. Wir drücken also einmal drauf und jetzt seht ihr, jetzt wackelt das Ganze so, wie das eben auf der Startseite normalerweise auch ist und wir haben hier oben ein kleines Plus und da drücke ich jetzt mal drauf. Und dann sehen wir, dass wir zahlreiche weitere Widgets angeboten bekommen. Zum Beispiel Smart-Stapel, Aktien, oh, Batterien. Batterien klingt ja interessant, da drücken wir doch mal drauf. Und dann sehen wir direkt, ho, ho, ho. Und zwar tatsächlich die Anzeige in Prozent. Und die gibt es eben nicht nur in dieser Ansicht, sondern die gibt es eben auch in der Ansicht, zum Beispiel für mehrere Geräte. Also wenn ihr zum Beispiel AirPods habt, dann würde man hier einmal die AirPods selber sehen und das Case. Oder aber ihr habt eben noch weitere Sachen, dann sieht man hier alle Geräte auf einmal und zwar alle mit Prozent. Oder aber wir machen das ganz groß und dann würde man die Geräte untereinander sehen. Das heißt, ihr seht hier, das heißt, ihr habt vielleicht mehrere iPhones oder mehrere Geräte, dann würdet ihr die alle hier irgendwie untereinander sehen. Ihr seht, diese Widgets nehmen unterschiedlich Platz ein und wenn ich jetzt dieses Widget auf die Startseite oder überhaupt auf meinen Homebildschirm bringen will, dann ist das relativ einfach und zwar lasse ich einmal gedrückt und suche das aus, was ich möchte. Das hat jetzt gerade nicht geklappt. Ich mache das jetzt nochmal. So, und kann das dann direkt einmal rüberziehen und zwar genau an die Stelle, wo ich das haben möchte. Zack. So, und dann drücke ich einfach nochmal irgendwo drauf und ihr seht, jetzt habe ich auf einmal dauerhaft meine Akkulaufzeit in Prozent angezeigt. Das heißt, ich muss mir eben nie wieder Gedanken darüber machen, wie voll ist mein Akku und wie lange hält der Akku noch. Wenn ich das Ganze einmal entfernen möchte, dieses Widget, dann lasse ich dort einmal länger gedrückt und sage einmal Widget entfernen, sage einmal Batterien entfernen und dann verschiebt sich das Ganze wieder zurück. Eine zweite Möglichkeit, wie ihr das Ganze hinzufügen könnt, ist einmal auch wieder Homebildschirm bearbeiten. Wir sagen einmal wieder Plus, wir sagen einmal wieder Batterien. Jetzt habe ich das und dann sage ich hier einfach unten einmal Add Widget. Und dann habe ich das einmal hier schon drauf und dann kann ich das einfach schnappen und dann eben auch einmal hier hinschieben. Ich kann es übrigens auch hier hinschieben, das heißt, ihr seht, es verschieben sich immer automatisch vier Stück. Ich kann es zum Beispiel also nicht in die Mitte setzen, das funktioniert nicht, aber ich kann es zum Beispiel hier hinsetzen. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz, wie das aussehen würde, wenn ich eben jetzt ein Widget nehmen würde, was vielleicht etwas größer ist, also auch wieder Homebildschirm bearbeiten. Gehe einmal hier auf das Plus und nehme jetzt wieder Batterien und nehme jetzt mal das hier, auch wenn das jetzt gerade nicht notwendig ist, sage Add Widget, habe das also einmal hier und dann kann ich mir das eben auch einmal hier hinschieben und dann verschiebt sich eben alles nach unten und ihr seht, ich habe dann meine komplette Leiste hier nach unten geschoben. Ich kann im Übrigen natürlich auch dieses Widget auch ganz normal auch in meiner Widget-Leiste auch drin lassen. Das heißt, ich habe also weiterhin meinen normalen Screen, aber kann dann, wenn ich nach rechts wische, dann eben das sehen, beziehungsweise kann natürlich dann auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte vielleicht das kleinere Widget haben, dann kann ich mir natürlich auch das kleinere Widget einfach hier hinzufügen, sagen wir Add Widget und dann sagen fertig und dann kann ich eben, wenn ich mal schnell die Akkulaufzeit in Prozent ansehen möchte, auch das hier machen. Wo
Wobei, ganz ehrlich, dann geht das hier genauso schnell. Also ich finde ja tatsächlich dieses Widget deswegen so praktisch, weil es eben dauerhaft angezeigt wird und mir eben auf Wunsch auch tatsächlich meine Akkulaufzeit in Prozent für meine AirPods und AirPods Pro und für das Case und so weiter alles anzeigen kann. Ja, das war das Video zum Thema Akkulaufzeit in Prozent mit den neuen Widgets auf iOS 14. Ihr wollt noch mehr wissen rund um iPhone, Android, Amazon und Co.? Gar kein Problem. Ich habe euch hier eine ganze Playlist erstellt. Dort findet ihr alle Videos, die wir überhaupt zu diesen Themen gemacht haben. Ansonsten freuen wir uns über eure Kommentare. Teilt unsere Videos, wenn sie euch gefallen haben. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!